Typischer Denkfehler ist der sogenannte Outcome Bias. Das heißt, dass wir das Ergebnis fehlinterpretieren. Stell dir vor, wir lassen 10 Affen zufällig Aktien kaufen und verkaufen und einer erwirtschaftet zufälligerweise 1 Million Euro. Dann wird danach sofort vom Erfolgsaffen gesprochen und es werden Prinzipien von diesem Affen abgeleitet. Das heißt, wie hat er gehandelt? Das kann doch kein Zufall sein. Wie ist er vorgegangen im Nachhinein? Das heißt, ex post. Können wir alle sagen, ja, das und dies hat zum Erfolg geführt. Auch wenn das Ergebnis nicht gut ausgehen sollte, was ja an vielen Faktoren liegen könnte, dann war die Entscheidung nicht unbedingt falsch, die du getroffen hast. Ciao, Denkfehler.